Und dann moinsen zum ersten Stadionvlog im Jahr 2023. Es geht wieder los nach einer Winterpause, die wirklich auch von Tagen her fast gleich so lang ist wie letzte Sommerpause. So fühlt sich es irgendwie auch an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch gar nicht so richtig in diesem Gefühl drin, wieder ins Stadion zu gehen, so vor allem auch wieder alle 2 Wochen und so. Oder jetzt eigentlich noch öfter, jetzt sind ja gefühlt 6 Spiele in 2 Wochen fast. Noch nicht ganz in dem Feeling drin, aber so ist es eben auch nach einer normalen Sommerpause, ne? So erste Spieltage erst wieder reinkommen. Okay, Bundesliga-Alltag ist zurück. Das fühlt sich noch nicht so ganz danach an. Trotzdem habe ich natürlich unfassbar Bock da drauf. Es ist ausverkaufte Hütte und hier ist halt direkt abzuliefern so. Viele Fragezeichen, das Größte natürlich, wie spielen wir? Wie fruchtet die Arbeit von Labbadia? Fruchtet sie überhaupt? Wann fruchtet sie? Können wir die Testspiele ja, werden wir so kicken wie dort? Werden wir anders auftreten? Ganz klar ist aber auch, da kommt mit Mainz eine schwere Mannschaft, Tabellenmittelfeld, gesichert. Ja, die kommen hier nicht zum Spaß her, die können kicken, die können vor allem auch kämpfen. Bei jetzt, glaube ich, 0 Grad angesagt oder so, ein bisschen Schnee liegt hier auch noch rum, wird es auch ein ziemlicher Kampf werden, ein ziemlicher Krampf vielleicht auch werden. Ist ja für viele schwierig, also wieder reinzukommen, auch für die Spieler und für die Mannschaften aus der Winterpause wieder rauszukommen in den Liga-Alltag. Aber wie gesagt, es ist ausverkauft. Ausverkaufte Hütte, bis auf den letzten Platz quasi, den wir aktuell vergeben können. Da haben wir immer noch das dicke Loch in der Haupttribüne leider. Deswegen, die Stimmung wird geil und wir müssen abliefern. Wir müssen über die Heimspiele kommen. Letzte Saison kein einziges Auswärtsspiel gewonnen. Ich hoffe, das ändert sich am Dienstag, wenn ich in Hoffenheim bin. Auch da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber wir müssen über die Heimspiele kommen. Jeden Spieltag kann sich was ändern. Lass mal Schalke gewinnen, lass mal Bochum gewinnen. Auf einmal bist du ganz unten drin auf 17, 18. Dann lass halt auf einmal mal ja, uns gewinnen und die anderen oben ein bisschen patzen. Auf einmal bist du auf Platz 13. Jeder Spieltag ist wichtig, aber für mich noch mehr diese Heimspiele. Da muss was gehen gegen Mainz. Letzte 2 Heimspiele in Folge haben wir gegen Mainz zu Hause gewonnen. Das setzt sich hoffentlich fort. Wir gehen los. Ich hab Bock. Bitte, 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 wir müssen sofort abliefern, sonst ist diese Unruhe im Verein auch langsam nicht mehr auszuhalten. Irgendwas an, das stimmt. Ja. 1-0.
Müller, hat er! Oh nein, was? Der war so machbar, den zu halten, Mann. Er hat die Ecke doch sogar. Stuttgart ist ein Tor. Was ist das für eine Freistoßtaktik, Alter? Alter, ja, Leco Mio, ey. Ja, was sagen wir zu so einem 1-1? Ich würde als Überschrift sagen, alles beim Alten. Also einmal im Sinne von, ja, es war nichts besonders Neues, was jetzt irgendwie Kritik angeht oder so, aber was eben auch, ja, ich sag mal, Besserungen angeht. Ne? Fangen wir mal an, Aufstellung passt für mich. Was natürlich komisch war, war Nartey links und Anton rechts. Hat so ja eigentlich auch keiner erwartet. Hat eigentlich jeder Ito links erwartet und dann rechts ein Stenzel oder von mir ist auch ein Wagnermann. Das war komisch, hat auch nicht so ganz gefruchtet, muss ich sagen. War eine komische Nummer. Erste Halbzeit war ausgeglichen, fand ich. Meins ein bisschen überlegen vielleicht. Vor dem Tor eine große Chance gehabt und dann ja, quasi direkt danach dann doch das Tor gefallen. Auch schön rausgespielt, schönes Tor. Dann haben wir im eigenen Arsch wieder eingerissen, ne? Unglücklicher Elfer, der war verdient, richtig gepfiffen so. Ich weiß nicht, wer es war, aber irgendwer, ja, will den Ball halt klären. Mainzer stellt sich in den Weg und dann trifft halt den Mainzer so. So sah es für mich aus der Kurve aus. Unglücklich, wollte natürlich so nicht, wollten eigentlich nicht faulen wahrscheinlich, aber ist ein Elfmeter, passt. Zweite Halbzeit hatten wir so ein bisschen eine ganz nette Drangphase nach der Halbzeitpause direkt eigentlich. Auch ein bisschen abgeflacht dann wieder. Hatten die eine Chance, Girassi war es, glaube ich, das Ding aus 4-5 Metern am Tor vorbeijagt. Hatten die einen Lattenschuss noch am Start, am Ende noch ein paar Flanken rein natürlich. Ich glaube, Wagnermann hatte noch eine Szene kurz vor Schluss. Dafür aber auch Mainz ein, zweimal Konter gehabt, die aber meistens auch nicht gut ausgespielt. Einmal hatten sie eine Chance mit dem Lattenschuss, aber weiß auch nicht, wer das da war. Deswegen von mir auch von Chancen her, fand ich, wir waren einen Tacken näher dran, vielleicht am 2-1, aber ein 1-1 muss man da mitnehmen und nimmt man da mit. Wenn man sich den Spieltag so anguckt, ist das okay. Natürlich gerade nach vorne geblickt, jetzt haben wir Hoffenheim auswärts, Leipzig auswärts, schwierig da Punkte mitzunehmen, gerade zu Hause muss eben die Punkte holen, habe ich vor dem Spiel ja auch gesagt. Was ich ja auch vom Spiel gesagt habe, war, ich habe vielleicht ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns ja einfach ein bisschen an Mainz einfach beißen und nicht vorbeikommen so. Und so kam es ja auch. Die hatte die Angst vor einem 1-1, wollte aber ein 2-1 tippen, jetzt ist ein 1-1 geworden. Rest zumindest, ja, Hertha verloren, klar, gleich Bochum gewonnen, natürlich auch nicht gut, aber immerhin einer hat verloren, sag ich mal, Schalke auch verloren, mal gucken, was morgen Augsburg macht, also tabellarisch ist es okay, wie gesagt, gerade auf die nächsten Spieler geschaut, hättest du halt gerade heute den Sieg mitnehmen müssen zu Hause, da war mehr drin, es war mehr drin, da war auch mehr Offensivdrang drin eigentlich, Kampf haben sie gezeigt, alles okay, du hast auf beiden Seiten gemerkt, die kommen aus einer Winterpause raus, da war noch, ja, viel eingerostet, viele Fehlpässe auf beiden Seiten, auch bei Mainz. Aber eben um den Vergleich zu ziehen, weil ich da auch einige schon gelesen habe, einiges ist für mich fast in die Kategorie von, ja, nur weil es Labbadia ist, in Sachen Kritik angeht. Weil, wie gesagt, alles beim Alten würde ich es nennen, weil so war für mich das Spiel auch so. Für mich war das Spiel kein Deut schlechter, aber auch kein Deut besser, als jetzt zum Beispiel, finde ich einen guten Vergleich, eigentlich das Hertha-Spiel.
das 2:1. Da war es für mich auch das ganze Spiel lang über, ja, eng, hier mal eine Chance, er hat aber auch mal da eine Chance. Ja, 1:1 muss man eigentlich fast mit leben. Nur der Unterschied halt da natürlich, dass in der letzten Ecke mit der 98. noch ein Lucky Punch geglückt ist. Heute halt nicht. Und sonst gab es für mich keine großen Verbesserungen, keine großen Verschlechterungen. Ich finde, man muss jetzt auch nicht da anfangen, irgendwie mit Absicht irgendwie noch nach Kleinscheiß zu suchen, nur um Labbadia irgendwie, ja, kritisieren zu können oder sagen zu können, guck mal, richtige Wahl oder richtige Meinung von mir, Labbadia ist da falsch und sowas. Das finde ich alles gerade sehr toxisch, was den VfB angeht, was die Community angeht, wie auch immer die Fanszene angeht. Gab auch vorm Anpfiff, gibt es ja die Aufstellung, da gab es auch ein paar vereinzelte Pfiffe, als Labbadia dann vorgesagt wurde. Nach dem Spiel gab es vereinzelte Labbadia-Rausrufe oder Bruno-Rausrufe. Finde ich alles affig. Für mich war das kein Deut besser, aber auch kein Deut schlechter als unter Wimmer zum Beispiel jetzt, was wir jetzt als direkten Vergleichswert haben von vor der Winterpause. Müssen weitermachen. Am besten in Hoffenheim gewinnen, natürlich wäre das Schönste, aber wenigstens auch einen Punkt mitnehmen, nicht verlieren. Den Sieg traue ich uns irgendwie nicht ganz zu. Einmal weil wir letzten Jahre ja oder das letzte Jahr vor allem ja auswärts auch nichts gerissen haben, gar nichts gewonnen haben letztes Jahr, das komplette Kalenderjahr nicht. Eigentlich wären aber 4 Punkte aus Hoffenheim und Mainz schon schön gewesen. Heute wäre der Dreier eigentlich da gewesen, weil Heimspiel, da muss einfach was drüber laufen. War ein bisschen zu wenig, hat nicht gereicht für den Sieg. 1:1 in Ordnung, aber für mich jetzt auch nichts, wo man jetzt irgendwie überdramatisieren muss. Wir gucken weiter, wir kommen gerade frisch aus einer Winterpause raus, aus einer Vorbereitung raus und hoffen, dass man in Hoffenheim einfach gescheit abliefern können. Da vielleicht einen Punkt mitnehmen können und dann einfach immer weiter, jeder Punkt zählt, wissen wir auch. Also nicht ganz zufrieden, aber ich sehe jetzt oder will mir jetzt auch den ganzen Scheiß nicht so dermaßen schwarz malen, wie es manche tun, weil dann kann ich es irgendwann auch wirklich sein lassen, mir ein Spiel anzugucken, so wenn ich eh von Beginn an denke oder auch währenddessen mir die ganze Zeit denke, ah, scheiße hier, Alabadia, oh, meinst du, unsere Matarazzo und Mislintat-Zeit, die ich ja auch schön fand, aber oh, jetzt ist die Zeit vorbei und egal wer jetzt kommt, alles scheiße, gar keinen Bock auf den Verein, dann kann ich es auch bleiben lassen. Also wirklich, dann kann ich es auch bleiben lassen, da will ich mich gar nicht reinreiten. Das wäre für mich ja alles so zum Spiel, was ich zum Spiel im Kopf habe gerade. Bedanke mich fürs Zuschauen, dass ihr gerne das kostenlose Abo da, wenn ihr es nicht getan habt, und bis zum nächsten Mal.